Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DagiLP. Und in dieser Folge, Leute, werde ich ein Thema ansprechen, was wahrscheinlich einige von euch schon sehr herbeisehnen und ich kann dem absolut nachempfinden, denn ich freue mich auch schon so unendlich drauf. Ja, der Titel wird es wahrscheinlich schon verraten haben, aber bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, möchte ich natürlich auch kurz erklären, was wir heute in dieser Folge deichseln werden, damit ihr wisst, dass wir hier nicht einfach nur rumschlawenzeln, sondern auch irgendetwas geleistet haben. Und ich muss mich einmal in der letzten Folge, ja, ich habe ja mit den Lecopa aufgenommen, das war allerdings natürlich nur nachkommentiert, das werden wahrscheinlich einige von euch gemerkt haben. Das hier ist jetzt natürlich wieder eine Live-Aufnahme. Ich habe aber in der letzten Folge einen kleinen Fehler gemacht, den ich jetzt am Anfang direkt korrigieren werde. Das mache ich, bevor ich jetzt hier groß ins Schwafeln gerate. Denn ich habe ja hier diese kleinen Mäuerchen gesetzt. Die sind falsch, tatsächlich, ja. Gut, dass wir das noch nicht so weit gemacht haben. Das war sehr, sehr blöd von mir. Und das werden wir jetzt direkt am Anfang korrigieren. Denn ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen, was dieses Gebäude hier anbelangt. Und ich freue mich richtig, richtig doll darauf, weil ich hab's schon mal gesagt, ich habe eine richtig deutliche Vorstellung, wie das am Ende aussehen soll. Und bis jetzt läuft alles wirklich wie geschmiert. Also, ich sag's wirklich selten. Und es ist ja auch eigentlich selten der Fall, dass irgendwas hier problemlos einfach so von der Hand geht. Aber diese Aufgabe, die gehört definitiv dazu. Und bin ich stolz drauf, Leute. Ja, kann man so sagen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass es hier gerade so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob manche von euch schon ungefähr nachempfinden können, was ich hier mache, wie ich das mache und wie ich das weitermachen werde. Aber vertraut mir einfach, dass ich weiß, was ich tue und ja, mal gucken. Ich kann mir natürlich zwar schon ein Bild im Kopf vorstellen, aber ob das dann am Ende genauso ist, wie ich mir das auch selber ja so vorgestellt habe, das muss ich rausfinden. Das müssen wir gucken. So, und zwar war der Fehler hier, dass ich das ja erst mit dem falschen Stein, finde ich, gemacht habe. Und wir haben das hier auf die gleiche Höhe gesetzt, muss aber ein nach hinten. So, wir machen das jetzt erstmal direkt richtig. Und weil ich mich kenne und weiß, dass ich ein Schussel bin, mache ich das lieber direkt auch auf der anderen Seite, sonst ist das am Ende wieder nicht parallel und dann weine ich, weil ich so dumm bin und dann weint ihr, weil ich so dumm bin und dann weinen wir alle, weil ich so dumm bin und ja, das ist dumm. Deswegen machen wir das jetzt einmal gemeinsam direkt am Anfang und ich komme einfach mal direkt zum eigentlichen Thema dieser Folge, denn da werden sich wahrscheinlich schon manche gefragt haben, Mensch Dagi, in der letzten Staffel hast du so oft vom Staffelfinale gesprochen. Du hast ja schon 30, 40 Folgen vorher angefangen, das zu thematisieren und du hast es ja breit getreten bis zum geht nicht mehr. Wieso hast du jetzt so relativ lange damit gewartet, über Folge 500 zu reden? Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das schon Ewigkeiten machen, aber ich habe auch in der letzten Staffel gemerkt, dass es einige sehr genervt hat, dass ich so sehr im Voraus darüber geredet habe. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich meine, das war wirklich ein bisschen übertrieben von mir, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja wirklich schon 20 Folgen vorher, oder ja, sogar noch mehr, wesentlich mehr. Jetzt sind es jetzt gerade 20 Folgen, aber damals habe ich das wirklich schon quasi in der Halbzeit habe ich schon angefangen, über die über Staffelfinale zu reden. Und das war wirklich ein bisschen sehr übertrieben. Jetzt möchte ich zumindest schon mal ein paar kleinere Infos mitgeben, die ich jetzt schon habe. Das sind nicht viele, das sind auch keine richtig handfesten, aber so einen kleinen Vorgeschmack möchte ich gerne geben, damit ihr euch schon mal vorstellen könnt, worauf das Ganze hinauslaufen wird und was ich geplant habe, was ich nicht geplant habe. Und vielleicht könnt ihr euch ja so ein bisschen noch einsetzen. Inwieweit das möglich ist, das werdet ihr jetzt alles nacheinander erfahren. Ich muss jetzt aber mal nebenbei immer so ein bisschen auf mein Bild achten, denn ich habe so ein Foto vor mir liegen, was dieses Gebäudeabschnittchen hier eigentlich ganz gut zeigt. Jetzt darf ich hier nur keinen Fehler reinhauen, aber ich glaube, ich fange erstmal hier vorne mit dem Ding an, mit dem hier. So, Freunde, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also, wir haben jetzt hier das Teil. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, Leute. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich habe hier nämlich direkt schon einen Fehler bemerkt, ja, tatsächlich. Aha, aha. Ich habe das nämlich hier auf dieselbe Höhe... alles klar. Ja, Leute, wir können noch mal ein bisschen hier abbauen. Gut, dass mir das jetzt auffällt und nicht später. Ich bin manchmal sehr voreilig, was das Bauen anbelangt. Ihr werdet das wahrscheinlich schon merken. Aber das soll uns hier jetzt auch nicht weiter stören. Das ist auch kein großer Fehler, den ich jetzt hier begangen habe. Was jetzt stört natürlich ist, dass ich gerade meine Spitzhacke verloren habe und ich mir jetzt erstmal eine neue organisieren darf. Ja gut, aber dann haben wir wieder ein bisschen Zeit, um über das Thema zu quatschen. Folge 500, Leute, das Staffelfinale. Es steht zwar nicht direkt vor der Tür, aber wir kommen dem Ganzen immer näher und so langsam kriege ich auch immer mehr Nachrichten. Mensch, Dagi, was hast du dir eigentlich vorgestellt? Was für Ideen hast du gesammelt? Was möchtest du machen? Erzähl uns was, sonst bringen wir dich um. Und ja, anhand dieser Drohung nehme ich einfach mal mir heraus, dass ich glaube, dass ihr schon sehr interessiert daran seid, ein paar Infos dazu zu bekommen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe
kaum Infos. Eigentlich fast gar keine. Das meiste, was ich euch sagen kann, hat tatsächlich damit zu tun, dieses hauptsächliche Grundgerüst, was ich machen möchte. Ich möchte die Folge 500 halt wieder ein bisschen anders gestalten. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder irgendein Special machen, wo jemand dabei ist und das dann als Special erscheinen lassen, weil ich finde, das habe ich in den letzten Staffeln sehr, sehr falsch gemacht. Ich erzähle einmal, was ich kurz meine. Ich habe in den letzten Staffelfinalen das immer so gemacht, dass immer irgendein YouTuber dabei war, der halt, ja, noch nicht so oft dabei war. Bei der letzten Folge war es ja eigentlich The Beats, dann ist er ersetzt worden durch Danny, davor war es ja auch so, dass ich, glaube ich, mit Steinchen, P und Sezu aufgenommen habe und so. Und ich habe halt damals gedacht, Mensch, wenn du diese Folgen machst, diese Together-Folgen, hat das schon ungefähr diesen Special-Charme, weil ich halt so selten Together-Folgen aufnehme. Aber schlussendlich habe ich mir gedacht, eigentlich ist es falsch, denn es wird ja nicht automatisch zum Special, nur weil ich Together aufnehme, nur weil ich eine Folge mit jemandem zusammen mache. Das mache ich ja nebenbei auch teilweise so, das habt ihr ja in der letzten Folge gesehen. Und das möchte ich halt in der Folge 500 ganz anders machen. Die Folge würde ich liebend gerne allein aufnehmen. Und jetzt mal ganz kurz Unterbrechung. So, also wie gesagt, ich möchte die Folge liebend gerne alleine aufnehmen und das Hauptaugenmerk wirklich darauf legen, dass ich, mich wirklich auf die Aufgabe konzentriere, die ich dann halt vorhabe. Was das genau ist, das kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe zwar eine Idee, Leute, die sich auch so ein bisschen an einem alten Staffelfinale orientiert. Aber mehr möchte ich erstmal auch dazu nicht sagen. Ich habe natürlich wieder viele, viele Ideen von euch bekommen. Viele haben ihre Wünsche geäußert. Viele haben auch geschrieben, Mensch, Dagi, mach mal das, mach mal das, mach mal das oder mach mal das. Aber ja, alles unter einen Hut zu bekommen, wird schwierig sein. Ich weiß, manche werden nicht zufrieden sein. Manche, egal wie sehr ich sage, dass ich mich auf dieses Special freue und dass ich mir allergrößte Mühe gegeben habe, am Ende wird immer irgendeiner dabei sein, der sagt, hat mir nicht gefallen, warum hast du das so gemacht, du hast es am Anfang so in den Himmel gelobt, warum ist es nicht so geworden, wie du es versprochen hast. Das war in den letzten Staffelfinalen zwar selten der Fall, aber es war der Fall und zwar jedes Mal. Und klar, auf der einen Seite nervt es mich zwar auch, aber ich kann auch nicht böse sein, weil man kann es einfach nur mal nicht jedem recht machen. Gerade bei über 10.000 Menschen, die mir mittlerweile folgen, erstmal vielen, vielen Dank auch dafür. Es ist völlig unmöglich, das jedem recht zu machen und dafür habe ich auch absolutes Verständnis und da kann auch gerne jeder seine Kritik äußern, weil, ja, es ist halt einfach so. Aber ich finde auch als Zuschauer kann man vielleicht so ein bisschen das Verständnis vorweisen, dass der YouTuber natürlich versucht, das Beste daraus zu machen, aber natürlich, dass nicht jede Idee einfach so angenommen werden kann, beziehungsweise nicht jeder Vorschlag hier von mir akzeptiert werden kann. Und ich denke, jeder, der so ein bisschen diese Weitsicht hat, der wird das auch nachvollziehen können, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich möchte natürlich das, was ich so in etwa geplant habe, etwas professioneller umsetzen als beim letzten Mal. Also ihr kennt jetzt mittlerweile 4 verschiedene Staffelfinale oder Finale. Auf jeden Fall, ihr habt jetzt schon mehrere Staffelfinale gesehen und ihr habt jetzt schon ungefähr ein Bild bekommen, wie ich das immer aufbaue. Ich möchte mich natürlich nicht komplett davon distanzieren, es soll ungefähr wieder diese Schiene sein. Aber ja, es wird halt auch irgendwie wieder anders. Etwas professioneller, etwas besser. Und worauf ich natürlich auch ein mega Augenmerk legen werde, worauf ich mich richtig doll freue, Leute, das kann ich euch jetzt schon flüstern. Es ist schon abends, Leute. Sonst sage ich immer, es ist morgens. Sucht euch aus, wie viel Uhr es ist. Auf jeden Fall ist es zu früh oder zu spät für mich. Es ist wirklich so, ich möchte am liebsten einen perfekten Trailer raus. Und ich war jetzt schon die letzten Tage am Gucken und am Machen und am Tun, um den perfekten Soundtrack für den Trailer zu finden. Und ich sag euch, Leute, meine Auswahl ist sowas von streng. Ich glaube, die Qualitätskontrolle für einen Soundtrack, der in meinen Let's Build Hogwarts Trailern verwendet wird, das ist ein so strenges Auswahlverfahren, was ich da anwende. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich bin jetzt bestimmt schon 100 verschiedene Soundtracks durchgegangen und war noch nicht mal ansatzweise zufrieden mit dem, was ich gehört habe. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das der Fall ist. Aber ich möchte halt den Soundtrack perfekt haben. Es muss perfekt sein, denn
mir bedeutet der Soundtrack in einem Trailer von Let's Build Hogwarts sehr, sehr viel. Ich habe die letzten beiden Soundtracks, also von Folge 300 und 400, habe ich ewig lange gesucht, gemacht, getan, um diese Soundtracks tatsächlich benutzen zu können und um diese überhaupt gefunden zu haben. Das hat Ewigkeiten gedauert. Ich habe so viele verschiedene Soundtracks gehört, bis ich irgendwann Kopfschmerzen hatte. Ich habe quasi auch mehrere Tage damit verbracht, diese Soundtracks zu finden und auszusuchen. Ganz besonders schwer zu finden war der von Folge 400, weil der von Folge 300, den habe ich relativ... Was habe ich denn jetzt gemacht? Moment mal. Den von Folge 300, den habe ich relativ zufällig direkt gefunden. Ich war eigentlich nicht auf der Suche nach einem Soundtrack und habe dann diesen Soundtrack gehört und habe gedacht, Mensch, das ist er. Das ist der Soundtrack für die 300. Folge Let's Build Hogwarts. Aber bei Folge 400 habe ich mich wirklich explizit auf die Suche begeben. Und das war echt schwer, Leute. Ich sag's euch, das war so schwer. Ich habe so viele Soundtracks gehört und das ist jetzt gerade auch wieder der Fall. Ich habe bestimmt schon für Folge 500, für den Trailer, mir bestimmt, ja... Lasst mich nicht lügen, 60 verschiedene Soundtracks gehört. Locker, ohne Probleme, das ist mein völliger Ernst. Und ich bin bis jetzt nicht mal ansatzweise zufrieden mit dem, was ich gehört habe. Und es waren wirklich viele starke Soundtracks da. Ich mach das immer? Hä? Hab ich gesoffen? Ja, anscheinend. Tatsache, ich hab gesoffen, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hoffe, dass ich jetzt noch in den nächsten Tagen einen Soundtrack finde, der mich zufriedenstellt. Er muss halt wirklich... episch sein. Er muss wirklich richtig knallen. Er muss eine Gänsehaut verursachen. So wie die letzten beiden. Also ich fand, die letzten beiden waren wirklich richtig Gänsehaut und richtig toll und gut gemacht und ach man, die fand ich einfach spitze. Und wenn ich dieses Niveau nicht erreiche, dann ist dieser Trailer zum Scheitern verurteilt in meinen Augen. In meinen Augen ist er dann zum Scheitern verurteilt, weil der Soundtrack, der muss passen. Der muss einfach stimmen. Das ist mir so mega wichtig. Und deswegen, nur, dass ihr nachvollziehen könnt, warum mir so viel am Trailer liegt. Die Szenen, die ich am Ende dann in den Trailer haue, die sind meistens relativ schnell aufgenommen. Ich erzähle euch jetzt hier keinen vom Pferd. Es ist wirklich so, also die Szenen, die sind natürlich schnell aufgenommen. Ich suche mir die schönsten Perspektiven hier aus Hogwarts raus, nehme das auf, mache das so, dass es halt einen schönen Übergang bildet. Da drin bin ich jetzt auch ein bisschen besser geworden. Vielleicht mache ich auch noch was mit ein paar Mods, das muss ich aber noch gucken. Und dann ist das fertig. Aber... das Ganze auf die Musik abzuschneiden oder zuzuschneiden auf die Musik und gleichzeitig dann halt auch noch die Musik perfekt auszuwählen, das ist die eigentliche Schwierigkeit dahinter und da lege ich wirklich einen riesen Stellenwert drauf. Deswegen, der Trailer muss für mich besser sein als die letzten beiden, die ihr gesehen habt. Und wenn das nicht der Fall ist, werde ich wahrscheinlich auch nicht komplett zufrieden sein. Es ist so, ich werde dann nicht komplett zufrieden sein und deswegen ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, dass es funktioniert. So, und jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, denn jetzt darf ich hier keinen Fehler reinhauen. Moment mal. Moment mal. Ja. Ich muss mal gerade hier überlegen, weil wir haben das jetzt natürlich... Es ist jetzt relativ schwierig, weil das vom Winkel her nicht mehr übereinstimmt wie zuvor, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich zeig euch das jetzt mal. Ich habe jetzt schon Sprachprobleme, ich glaub's nicht. Ich werd nervös, Leute. Ja, so ist das. So, dann heißt das jetzt da einen hin und da einen hin und... Moment mal. Ich bin ein Idiot. Bin ich ein Idiot? Ich muss mal kurz gucken, ob ich ein Idiot bin. Sorry, Leute, ich muss mal eben... Ja gut, wenn ich jetzt ganz, ganz streng bin. Wenn ich jetzt ganz, 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 ganz streng bin. Läuft die Brücke eigentlich parallel zum Tor? Wisst ihr, was ich meine? Das hat sie ja vorhin getan, aber jetzt, da wir das nach vorne gezogen haben, tut sie das natürlich nicht mehr. Ich glaube, das Einzige, was helfen könnte, wäre, wenn ich das nicht... Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen weit nach vorne. Wir korrigieren das, Leute. Es ist ja kein Problem. Ich denke auch, wenn man hier hin und wieder mal Fehler einbaut, macht das die Sache auch interessant, weil man... Ja, es muss einfach perfekt sein. Und ich werde das jetzt nochmal ein bisschen schmaler ziehen. Dann geht das vielleicht auch doppelt gut auf. Weil wir haben das wirklich sehr weit nach außen gezogen. So weit ist das auf dem Bild auch nicht. Ich werde das mal ein bisschen wieder zurückziehen. Und dann kommen wir auch, glaube ich, besser vom Winkel aus. Werden wir direkt mal probieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in der Folge. Und ich habe auch noch ein oder zwei kleine Infos zu der 500. Folge, also das ist noch nicht gegessen, das Thema, Leute. Ja, also wenn jemand von euch vielleicht unter Umständen jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen einen Soundtrack hört, der sich so ungefähr anlehnt an die letzten Soundtracks von den Trailern, also von der Epicness und vom Gänsehautfaktor,
dann Leute, tut mir den Gefallen und schickt mir diesen diesen Soundtrack. Ich höre mir den an und ja, ich höre sowieso die ganze Zeit irgendwelche Soundtracks, um den richtigen zu finden. Da tut es mir auch keinen Abbruch, tausende Soundtracks zu hören, die ihr mir zuschickt. Aber ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, es muss Gänsehaut verursachen. Es muss am besten ein bisschen Bass haben, damit man es schön drauf schneiden kann. Und am besten irgendwie, ja, es muss richtig einfach schön klingen. Es muss richtig schön episch und dramatisch und ja, sowas halt. Also es muss alles passen. Es darf aber keine Harry Potter Musik sein, weil, warum? Ja, keine Ahnung. Ich finde, zum Trailer passt das irgendwie nicht so sehr. Ja, das klingt zwar jetzt auch sehr doof irgendwie, weil klar, Harry Potter Soundtracks sind legendär, sind sie natürlich auch, aber ich finde, zu diesem Trailer passt es einfach nicht, wenn ich da immer mal wieder so Harry Potter Soundtracks reinhaue. Das mache ich ja schon in Let's Build Hogwarts ohne Ende. Ich finde, dann muss man das nicht übertreiben. Ey, Leute, ich bin hier gerade richtig am struggeln, aber ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Ich glaube, ich krieg das hin. Aber jetzt wird schon wieder dunkel. So, machen wir mal hier so zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Und zack. So. Genau. Dann schnell die Treppen ins Inventar. So. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und da haben wir das Tor. Das nicht richtig gebaut ist, weil es zu flach ist. Oh mein Gott. Ja, geil. Ja, dann muss ich da nochmal einen nach oben setzen, Leute. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich so ein Schussel bin. Mach ich echt nicht mit Absicht, Leute. So. Und dann einen nach oben. So. Und dann wieder runter. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Ey, warum geht das nicht? Geronimo! Geronimo! So. Ja, mit der Spitzhacke ist am besten, Daniel. Super, du hast es drauf. So, jetzt passet. Jetzt passet. Dann heißt es jetzt für mich, ich muss das parallel laufen lassen. Gut, gut, gut. Dann machen wir das doch mal. Wir hauen erstmal die Dinger wieder ab. Alles klar, das war die Spitzhacke, aber wir haben uns ja zum Glück mehrere gemacht. Mensch, ich habe einmal mitgedacht, glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. So, jetzt machen wir erstmal so. So. Dann läuft das dahin. Es ist immer noch nicht parallel. Es ist immer noch nicht hundertprozentig parallel. Jetzt natürlich die Frage. Ich könnte natürlich den ganzen Winkel der Brücke wieder ändern, damit das funktioniert, aber oh, da habe ich keinen Bock drauf, Leute. Ehrlich. Keinen Bock habe ich darauf. Ach man, Moment. Ich probiere mal ein bisschen hier gerade rum. Sorry, wenn ich jetzt nicht so gesprächig bin, aber ich muss mich echt konzentrieren gerade. Hey, Moment mal. Jetzt wäre es zumindest parallel. Aber ich habe die Brücke natürlich jetzt hier ein bisschen verschandelt. Wir gucken uns das mal von oben an. Die läuft jetzt natürlich ein bisschen, Also ich könnte das schon verzeihen irgendwie. Also ich habe da jetzt nicht so das große Problem mit. Was man machen könnte, dass man das hier vielleicht ein bisschen vom Winkel her geschmeidiger gestaltet, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich zeige euch das mal. Und zwar, wenn man das jetzt nämlich so macht, dass man so das Ganze setzt. Das machen wir natürlich jetzt auch hier direkt, damit wir uns nicht vertun. Nehmen wir den hier erstmal weg. So. Gut, dann heißt es jetzt nämlich so. So. Mhm, mhm, mhm. Ja gut, also ich hau jetzt erstmal die Steine raus, die da nicht hingehören, würde ich sagen. Das verwirrt nämlich jetzt gerade. Also der kann weg. Können wir auch direkt wieder Erde reinsetzen. Die muss zwar später wieder weg, aber das würde mich jetzt sonst verwirren. Und ich bin schnell verwirrt, Leute. Sehr schnell. Da könnt ihr jeden fragen. So. 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 So.
Gut, dann haben wir das schon mal. Ob das besser aussieht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm, Leute. Also ich finde das echt jetzt nicht schlimm. Tut jetzt nicht in den Augen weh oder so. Also wenn es euch jetzt in den Augen weh tut, dann empfehle ich einen Augenarzt. Ihr könnt mich gerne verklagen, aber ich habe gute Anwälte, nämlich keine. Ich bin mein eigener Anwalt, aber das sollte doch gehen, oder? Komm, dann kloppen wir jetzt eben noch hier die Erde weg. Und dann würde ich sagen, hat es sich für die Folge. Wir haben eigentlich gar nichts geschafft, Leute. Aber... ja. Nichts aber. Mir fällt nichts ein, scheiße. Ja, aber ich habe trotzdem, denke ich, ein bisschen was erzählt halt zur 500. Folge. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Soundtrack findet, sei es jetzt ein epischer Soundtrack, ein dramatischer Soundtrack, einer mit Piano, einer mit Gitarre, einer mit... ach, mit Dudelsack, ich weiß es nicht, dann schickt mir den, ich höre mir den an und vielleicht habt ihr Glück und der wird tatsächlich im Trailer genommen. Ich habe wirklich ganz, ganz große Hoffnung, dass der Trailer den letzten toppen wird und den davor natürlich auch. Das wäre meine Grundintention. Freut euch auf jeden Fall auf Folge 500. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich möchte natürlich alles toppen, was zuvor war. Das ist generell mein Anliegen bei diesen Special-Folgen. Und es wird jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit auch etwas häufiger darüber geredet. Also macht euch darauf gefasst, dass ich euch damit nerve. Aber es ist halt ein großes Thema. Let's Build Hogwarts zeichnet aus, dass es halt immer so Staffelfinale gibt. Und jeder, der halt noch nicht so lange dabei ist, der wird das jetzt früher oder später rausfinden und merken, dass diese Staffelfinalfolgen wirklich wichtig sind. Und dass wir da viel erklären und zeigen. Und dass man dort einen sehr, sehr guten Überblick bekommt über das, was hier so abgeht und was hier so läuft. So. Ja, Leute, wie gesagt, viel haben wir nicht geschafft. Ein bisschen was von der Organisation selber. In der nächsten Folge können wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr bauen wieder, ein bisschen mehr hochziehen. Jetzt haben wir aber einen guten Schritt in die richtige Richtung gewagt. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Tschüss!